Okay. Sherlock. Sherlock. Los geht's, Leute. Auf geht's. Wir haben Aufgaben. Ja, wenn ich jetzt schon wieder als Erster gekillt werde, dann... Dalukan? Dalukan wartet schon wieder auf die Gang. Okay, nice task complete. Großartig. Weiter geht's, weiter geht's. Oh, oh, Licht ist aus. I'm dead. I'm dead. Es ist gerade das Licht ausgegangen. Ich konnte reporten. Dadurch kam... Entschuldigung, dadurch kam mir entgegen. Ja, den habe ich noch gesehen durch den kleinen, Radius, den ich hatte. Nein, es ich ist kein davon aus, dass es dadurch Jay ist es safe nicht, weil er hat mit mir am Anfang die Kabel gemacht und er hat auf die Sekunde genau für alle drei Kabelaufgaben genauso lange gebraucht wie er ich. Er ist einfach losgelaufen, als du losgelaufen bist. Ja, nein, ja. er ist nicht nach mir losgelaufen. Pass auf, ich habe oben die Diamanten gestapelt, das habe ich gemacht und dann bin ich halt runtergegangen, dann bin ich in die Kontamination, gesehen. Gerade Kalle getötet und dann konnte ich, das Report ist bei mir aufgeploppt im Dunkeln, ich konnte das gar nicht sehen, ich habe gar nicht gesehen, wer ist, ich weiß nur, dass du gerade an mir vorbeigelaufen wir bist, sind als alleine ich Report drin. Gedrückt habe. Also, kann sein, dass auch noch wer anders da gewesen ist. Ich kann nur sagen, dadurch könnte es sein, weil er eigentlich einen Radius in Kontamination, genau. Wenn da noch wer anders war, kann das nicht sein. Also ich kann jetzt nicht, also okay, wenn jetzt, also dadurch kann nur scheinbar mir verdächtigen. Ich kann nicht noch jemand anderen nicht, nein, ich kann aber nicht nur, es kann halt auch sein, dass noch wer anders da war, ne? Ich kann nur sagen, dadurch ist mir durchs Bild gelaufen. Ja, Max, also wie gesagt, ich habe auch nur Jay gesehen. Du bist mit mir und Sven so, auf Kontamination rausgegangen. Also, hab ich doch gesagt, mir vorher Jay verteidigen. Also, nein, vorher, weil vorher, direkt von Anfang an hat er die Kabel gemacht. Erst den im Gang, dann den links von dem Ding und dann den oben. Für die Kontamination hast du selber jetzt wirklich per se keine direkte. Und dass er dieselbe Reihenfolge hat, ist auch nicht garantiert. Darf ich aber noch ganz kurz... Ich mach gleich eine Emergency. Ich habe die ersten Wires, die ich gefixt habe, waren die quasi in dem Mittelgang. Dann bin ich rübergegangen, als das Dirt losging. Dann habe ich das mit Peter gemacht. Dann sind wir zusammen durch die Kontamination gegangen, geradeaus durch, weil das dann schon fertig war. Und danach bin ich die Fossilien mit Sven sortieren gegangen. Und ich wollte, wie gesagt, dadurch. Ich möchte auch nochmal ein Emergency, weil eine Sache stimmt nicht. An den oberen Kabel ist einer von den beiden Grünen zuerst gemoved. Da habe ich nämlich gesagt, oh, da stehen beide Grüne auf einem Fleck und einer ist zuerst weggegangen. Das war nicht zeitgleich. Das war nicht zeitgleich. Das war nicht zeitgleich. So, ich hab's gecallt. Ich will auch mal reden. Okay, machen wir weiter. Stehen die alle am Knöpfchen. Wie lange das gedauert hat. Also, Dalu, kann sein, dass beim letzten weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Sag doch mal, was wir kurz gesagt haben. Jetzt Raid, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, ich war auch da oben und habe Kalle noch gesehen, wie er die Aufgabe beim Reaktor gemacht hat. Und deswegen will ich nochmal nachfragen an Jay. Hast du ihn safe in der Deko reported oder noch im Reaktorraum? Safe in der Deko. 100%ig war, also keine Ahnung, wie lang dieser Report-Dingens geht, aber ich war halt schon in der Dekontamination drin. Keine Blockiert Ahnung, ob ich Türen? Durch Türen das machen genau, kann. Das wäre eine Frage. Weil ich habe oben gesehen, weil ich habe als letztes gesehen, Kalle, der die Aufgabe gemacht hat. Ich habe Jay gesehen, der mir noch entgegenkam aus Labor. Und genau, und dadurch habe ich gar nicht gesehen. Und wenn jetzt Jay sagt, hat dadurch gesehen, dann ja, kann es nur Jay oder dadurch sein. Kriege ich noch 15 Sekunden kurz? Ja, Peter hat gesagt, Peter und Jay haben die ganze Zeit Kabel zusammen gemacht, immer zeitgleich. Gerade danach hat Jay gesagt, das erste hat er alleine gemacht. Beim zweiten standen sie zusammen und beim dritten hat sich einer früher gemoved als der andere. Also die Story stimmt. Habe ich das gesagt? Nein, Peter Nein, hast du gesagt, auch nicht ist gesagt. Ist immer zeitgleich los. Jay hat auch nicht gesagt, dass er das erste alleine gemacht hat. Das stimmt nicht, Dalu. Okay, aber sind jetzt Dalu schon Dalu oder was? Sind wir das safe? Letzte habt ihr nicht gleichzeitig gemacht. Einer von den Grünen ist vorher losgelaufen. Da war ich nämlich auch noch oben. Ich wollte, wie gesagt, weiterhin Dadosch, weil logischerweise kannst du Dadosch sein. Peter, was hast du dazu zu dem letzten? Ja, also das verstehe ich halt nicht. Also ich vertraue Peter ziemlich. Ja, natürlich machst du das, weil er dich 500%. Deckt. 100%. Was machen wir jetzt? Ja, natürlich deckt er mich. Aber Sven müsste mich auch decken können. Ja, direkt am Anfang gesagt, dass Kalle, kann ich jetzt hier. Ich bin, glaube ich, mit Kalle sogar zusammen runtergegangen. Also, wir waren oben. Wenn er mich jetzt gewundert hat, wäre das richtig hart, weil das ein One-on-One ist hier im Augenblick. Ne? Und das wollte ich nur mal erwähnen. Deswegen sollten wir auch skippen. Das ist ein Two-on-One. Schon die ganze Zeit. Ja, gut, okay. Wenn ich jetzt raus bin, dann haltet... Okay, gut. Ja. Leute, ey. Tizzy, Alter, der ist direkt am Boden, oder was? Na, Siggi. Da wird direkt reingewodelt. Das Ding ist halt, ich muss auch aufpassen jetzt.
weil ich habe natürlich auch ein bisschen dafür gesorgt, dass Leute die Möglichkeit haben, das auszunutzen, um sich damit zu decken quasi. Hallo Karl, Peter, Buddy reported. Dadosch ist gerade an mir vorbeigekommen und hat wahrscheinlich self-reported. Jay ist an mir, ja, okay. Ihr beiden, ey. Was soll ich sagen? Moment, Dadosch ist gerade an mir vorbeigelaufen. Das ist doch das Sicherste, was wir machen können. Ja, da haben wir vor allem Ruhe. Aber, ganz kurz, nein. Ganz kurz, Maxi müsste das noch gesehen haben. Ich habe leider nur gesehen, wie du einmal um die Leiche rumgetänzelt bist, aber wirklich einmal in so einem Kreis rum. Maxi, ja gut, Ray hat gerade links die, ja, doch, ich weiß nicht, was das ist dort bei den, bei dieser Abstellkammer, hat er, glaube ich, irgendwelche Wires gemacht oder Download. Ich weiß nicht genau, was man da machen kann, weil ich die Map nicht so sehr kenne. Und ja, aber Maxi hat unten die Kometen gemacht. Ich habe dann geguckt, was Maxi da macht. Einmal bin in eine kleine Runde gelaufen, bin dann wieder hochgelaufen. Dadosch kam mir entgegen. Ich war bei Peter und mein Kam halt der Report von Dadosch Crew. Von Können Ray. Wir nicht einfach beide rausschmeißen? Ist doch sicher. Ey. Fünf, warum? Ich bin tatsächlich eher für Dadosch. Ja, aber warum nicht beide? Ja, das ist doch so scheiße. Maxi hat doch gerade schon jetzt Crewmate. Weil Dadosch mir jetzt erzählt, er ist nur nach unten gegangen, aber ist einmal um die Leiche rumgetänzelt. Nein, als ich sie gesehen habe, halt einfach gelogen von Dadosch. Bin ich angehalten. Nein, also pass auf. Nein, du bist Jay nicht angehalten. Du kannst es nicht darauf bezichtigen, dass, das dass mein Movement nicht so war, wie ich jetzt gesagt habe. Ja, ich würde auch auf Dadosch voten, aber wenn Jay raushauen, spielen wir auf jeden Fall 5 Kills. Ja, aber guck doch mal, wie viele Kills dann kommen. Pass auf, okay. Wenn ich das nicht war und ihr das rauskriegt, dann sind Jay und Peter. Ja, die Runde ist dann eh vorbei. Wenn Peter ist es nicht. Also kann sein, dass Peter es ist. Wenn die Crew nicht einstimmt, Jay auch noch rauszuschmeißen, fahren wir das Ding vor die Wand. Warum? So, nee, das sehe ich anders. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dadosch da gesehen. Also Jay und Peter, 100%ig. Ja, du bist es. Tschüss, Dadosch. Hab die richtige Wahl getroffen, Leute. Also ich sag, dass es Dadosch ist. All-Way Wire muss ich noch machen. Ich versuche ja nebenbei auch immer noch meine Tasks zu erledigen. Na, okay, nice. Bin halt gerade ein bisschen am Arsch, weil ich bin alleine. Ich natürlich nicht. Wow. Da kam die ganze Gang. Okay, was wird das jetzt hier? Was wird das jetzt hier? Alright. Wollt mal gucken, wie viel die zwei Imposter gekillt haben. Darum geht's ja gar nicht. Kein. Es geht nicht darum, ob du recht hattest oder nicht, sondern dass wir ein Double-Backup gehabt hätten. Ich wollte nur sagen, meine Aufgaben sind alle fertig. Ich kann gerne mit jemand. Ich kann. Ihr könnt mich zu eurer Sklavenhure machen. Jay! Jay! Ganz kurz. Ich weiß nicht, ob Dalu gewendet ist im Admin vorhin. Ich sag das nur. Er hat Dadosch zumindest gut geschützt. Nee, ich habe nicht Dadosch geschützt. Ich wollte Dadosch auch rausschmeißen, aber die Crew hätte keinen Nachteil gehabt, einen Imposter mit einem Crewmate zu traden. Das wäre für die. Doch, der Nachteil ist, dass wir jetzt. Dass ein Crewmate weniger haben. Ist. Ja, ja, aber das, wenn es nur hundertprozentig wahr wäre. Nur dann. Ja, aber ist für mich auch. Ja, gut von der Event-Thematik gerade. Hab ich wirklich gelogen? Leute, wir machen so viele Aufgaben schon. Wir machen so viele Aufnahmen zusammen. Habe ich dich gerade beschissen? Für die Imposter ist es so oder so schon vorbei, weil wir fast fertig sind. Ihr könnt auch mich jetzt rausschmeißen und ihr würdet immer noch gewinnen. Es ist wurscht. Die Runde ist durch. Ich wollte nur einmal gucken, ob noch ein Kill kam. Ich bin relativ viel mit Dalu, Mike und Peter gelaufen. Mir geht es bei dem Vote mit Dalu und Mike, wollte ich nur sagen. Es kam kein Kill dazu. Kann man natürlich jetzt auch wieder schlecht für mich auslegen. Nein, darum geht es nicht. Aber ich will halt nur sagen, ich habe keinen Bock jetzt rausgekillt zu werden. Weil das fuckt mich ab, weil ich halt echt die Wahl habe. Ja, aber Dalu ist doch viel lustiger, wenn du halt nicht sagst, ja, dann machen wir halt beide, sondern du legst dich halt fest auf jemanden. Ja, aber wisst ihr, was ich nicht verstehe? Jay und Pete reden so viel diese Runde. Es ist eh vorbei, egal wie viel. Ja, was soll ich halt sagen? Ich habe ja reported. Natürlich. Ja. Und gerade Dadosch ist an mir, also ich bin bei Kallis und Ray's Kill direkt daneben gewesen mit Dadosch. Bei Dadosch bin ich grundsätzlich immer dabei. Also da sind wir uns einig. Also natürlich muss ich reden. Ich rede auch nicht so gerne viel und das ärgert mich halt auch. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Eigenschaft für Content Creator, auf jeden Fall. Also, ne, ich wollte das einfach nur sagen. Ich habe die Aufgaben fertig, ich kann mit irgendwem laufen, wenn er. Hier, ich habe einen Task beim Launchpad, ich bin da ganz alleine. Ja, sonst. Ich komme mit. Sehr gut. Und ich glaube trotzdem, Dalu ist gewendet im Admin. Warum mal der Launchpad? Ja, schmeiß mich ruhig raus. Links beim Start. Das ist halt echt. Das ist halt echt. Wie Krieg hier, ne? Das ist Wahnsinn. Ich muss auch zum Launchpad. Okay. Wenn Zero muss ich auch.
Okay, die Gang reitet aus. Okay, Dalukat ist weg. Nee. Da ist jemand gewendet. Ja, das war ich wieder von, bin da links. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. So Reaktor bin ich hochgewendet. Wo war das? Das Wenden? Also Leiche in Dekontaminationsraum. Ja, da ist einer gewendet. Ich habe nur gesehen, wie der Schacht auf und zugegangen ist. Ja, ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, Dalu war es nicht. Wir haben gerade den Meltdown verhindert. Ich musste hochwenden, sonst hätte ich den Meltdown nicht ausmachen können. Da muss es ja Mike sein, weil Dizzy, Sven und ich zusammen waren. Ich und Dalu waren die ganze Zeit auch jetzt. Dann ist es Mike. Dann ist es Self-Report. Nee, ja. ich bin runtergelaufen, bin euch entgegengelaufen, plötzlich ploppt der Report-Button auf, bist du nicht. Report. Bist du nicht. Warte mal kurz, das ist ein Mike gegen Sven-Szenario, oder? Ich bin. Nee, ich bin die ganze Zeit mit Sven mitgelaufen. Ja. Er hat ja gesagt, lass uns warum zusammen nach unten links laufen. Und Dizzy kam dann auch. Weil wir, aber Moment, das kann das überhaupt sein, wenn einer sagt, er ist gewendet, dann kann Mike doch nicht reporten. Da Mike stand gerade danach. Ich bin. Genau, ich bin runtergelaufen, bin nach rechts gelaufen, wollte eigentlich aber nur zurückgehen, weil ich auch durch bin mit allen Sachen und plötzlich kommt der Report-Button, den drücke ich. Ich habe die Leiche nicht mal gesehen. Aber Sven, ist es dann nicht so, Mike killt ihn, wendet weg, wendet neben dir raus und reportet? Also wie soll der Ablauf sein? Ich habe nur gesehen, von dass in Dekontaminationsdings dieser Vent auf und zugegangen ist und auf einmal stand Mike links neben mir. Vor der Tür. Ich wollte gerade sagen, die beiden Vents sind direkt nebeneinander. Musst du gesehen haben, wie ich gelaufen bin, Sven. Der war nicht, also ich habe ihn nicht gesehen. Ich aus der Ecke kommen können. Aber ich war auch der hinterste von uns beiden. Nee. Ich habe aber Max und Dalu zusammen gesehen. Maxi, kannst du zu 100% sagen, Dalu ist Crewmate? Ja, also er kann das sagen. Ja. Ich wollte gerade sagen, alles klar, das reicht mir. Bei mir gewesen, ja. Für den Vote gegen Mike. Also, Jay. Wo kam denn Dizzy am Ende her, Jay? Wir sind die ganze Zeit zusammen rumgelaufen. Dizzy war die ganze Zeit, also keine Ahnung, wie lange müsste dann schon gelegen haben. Das meine ich, Dizzy war seit Ewigkeiten bei uns und das links. Wir waren zusammen. Haben wir nicht eh schon gewonnen? Und wenn, kurze Frage. Genau, also es muss vorbei. Ja durch sein. Es ist egal, wie viele Leute wir jetzt noch rausspeisen. Das Ding es muss ja Mike jetzt gewinnen. Ich sag, da nur seit 12 Runden. Ja, es ist eine Task gefehlt. Wartet jetzt. Mike war knapp, aber war es nicht. Ja, los! Nice. Ey, es war so eine schwierige Runde. Ich konnte keinen von euch töten, nachdem Ja, dadurch hat ja auch die ganze rumgethrowt wie sonst. Pass auf, das war, das war ganz witzig, weil hätte Mike Peter getötet im Electric, als er mit ihm alleine war, dann wäre die Runde ganz anders geworden. Und darauf habe ich plädiert, weil, als ich nach unten gegangen bin, dachte ich, er tötet Peter, wendet dann. Und ich töte halt hinter Jay jemanden, sodass dann jemand auf Jay kommt, weil er vorher schon verdächtig war. Wann bist du zusammen. Am Anfang meinst du dadurch oder wann? Beim zweiten Mal, als ich nicht rausgewotet wurde. Da standst du die ganze Zeit mit Peter alleine im Electric. Ich bin einmal dazu gekommen, guck mir das an, denk mir so, okay, er wird ihn jetzt töten und wenden. Dann bin ich nämlich raus und ich wollte hinter Jay jemanden töten. Ja. Nur diesmal war das wieder so, dass jemand hinter ihm stand. Das wusste ich nicht. Genau, das war auch mein Plan. Ich hab's nicht gemacht, weil ich auch noch irgendwen anders da gesehen habe. Sonst, ich dachte, wenn wir es machen, dann ist halt... Ja, das war gesehen. Halt, also ich habe halt versucht, so viele wie möglich da irgendwie noch Unmut zu stiften und Jay abzufucken. Ja, das war eine unfassbar befriedigende Runde, dass ich das überlegt habe. Aber leider, sobald du raus warst, ich hatte keinen Augenblick mehr, irgendwen zu töten. Dieser Peter-Kill war so eine Verzweiflungstat, weil ich niemanden mehr irgendwo gesehen habe. Ja, das war mich so aufgeregt. Du hast viel zu lange gebraucht am Ende leider. Also ich bin zu früh rausgeflogen, sagen wir so. Aber ich habe versucht, irgendwo hinzulaufen, wo irgendeiner ist, aber keiner war mal irgendwo alleine. Ich habe kurz mal Sven gesehen, da waren zwei aber nebendran am Licht fixen oder so. Das war einfach. Ja, voll gut.